zusammen und herzlich willkommen zu einer Spezialfolge von 7 Days to Die, ja, mit dem Dossman und dem Spawny. Und hallo. Hier ist heute irgendwie Kreativmodus, weil der Server-Admin irgendwie nicht aufgepasst hat oder keine Ahnung warum. Auf jeden Fall haben wir uns mal hier so einen kleinen Bunker eben gebaut, ja, im Kreativmodus und haben jetzt die ganze Zeit schon ordentlich Bambule gemacht, ja, damit hier auch richtig schön viele Zombies ankommen. Und wir wollen uns jetzt gleich den Weg hier rausbahnen. Seid ihr bereit? Bereit. Sollen wir die Tür öffnen? Aber sowas von. Aber ich muss mal eben noch die SMG rausholen. Okay, Tür auf. Los! Gebt ihn! Oh Gott! Und die Hunde. Ich muss nachladen. Sind die Hunde hier drin? Nee, zum Glück Kriecher! Nicht. Ich hab mal kurz die Tür wieder zugemacht. Nix. Oh, bam! Bam! Krass. Das hör gar nicht auf. Ein unendlicher. Oh Gott, hier kotzt einer rein. Raus hier, los, Ausfall, bam. Oh, der hat mich geschlagen, ich blute. Der kotzt. Oh Gott. Die Basis ist verloren. Obwohl Thomas hält noch tapfer die Stellung da drin. Ja, als einziger. Nehmen wir im Sack hier. Wie viele sind das noch? Ja, oh, schon bestimmt noch 20, 30 oder so. Komm mal raus. Außer natürlich, du willst mit offener Tür weiter vorne rausballern. Oh, da hat jemand Raketenwerfer benutzt. Oh, oh. Ja, die Waffen haben wir uns natürlich auch im Kreativmodus zu geben. Aber wir wollten mal ein bisschen Action hier machen zwischen dem Dauergebaue. So, erstmal mitten reinhalten. Na, bam. Wie er weggeflogen ist, hast du gesehen? Bam. So, jetzt hol ich mal... Die da meinst du? So, ich geh jetzt mal hier in den... Oh, guck mal, der rennt hier, der Dicke. Krass, der rennt am Tag. Ach nee, der explodiert. Oh Gott! Ja, weil er explodiert. Nein! So, ja, tschüss, ihr Trottel, ne? Ich hab alle Vorräte. Oh nein! Wir werden nicht kriegen. Links ist noch ein Kotzer. Ja, ich hab mich erstmal eingeschlossen. Also, könnt ihr knicken, dass ich euch hier reinlasse, ne? So. Hi, da bin ich wieder. Ey, ey, vorsichtig! Hi. Vorsichtig! Vorsichtig, Raketen. Krass. Da hinten ist so ein Dicker. Oh. Oh, der hat mich angekotzt. Boah, wie viel Schaden das macht. Ja, das ist echt heftig. Oh, da gebe ich mir nochmal eben hier kurz so ein First Aid. Weil heute die Folge ist natürlich außer der Reihe, ne? Weil wir ein bisschen Action machen wollen, mal. Und wenn hier Kreativmodus ist, müssen wir natürlich auch ausnutzen. Ne, Achtung, Hund! Oh nein. So, ich hole jetzt mal die Sniper raus. Nein. Oh, der hat mich schon wieder angekotzt. Ihr komisch Rocket Jump geht nicht. Ja, ja, hast du gerade versucht? Ja. Boah, wenn man den echt einer versuchen würde, so, ey. Ich war mit dem Hund in so einem Loch gefangen, ich hatte keine Wahl. So, jetzt. Was ist hier denn? Überall Löcher im Asphalt. Jetzt raiden wir in die Stadt oder was? Ja, würde ich sagen, wa? Bam. Bam. Hier sind überall Wespen in der Luft, die werden auch von dem Getöse angezogen hier. Ja, das wird gleich um nachts. Oh, da ist eine hinter uns, da ist eine. Okay, hinter ein... dir. Was? Die da? Oh, die ja, Almighty stimmt. Magnum, die ist so geil einfach, ne? Ach komm, wie viele Zombies hier auch nachkommen, also. Wir müssen mal das Serverlimit auf 2000 stellen. Ich bin schon wieder in einem Loch. Mal, dann komm doch da raus. Opfer, ey. Wie heißt der Drill? Auger. Äugler. Oh. So, eigentlich ist die SMG super, um durchzurennen, ey. Muss ich gerade mal feststellen. Aber nicht so schnell leer. Dafür hast du aber auch 30 Schuss, wovon jeder im Kopf einzeln tödlich ist, ne? Wenn du da rangehst. Außer bei den Dicken natürlich. Wenn du da immer schön jede Sekunde einen Schuss machst und einen tötest, dann kommst du, glaube ich, ganz gut voran. So, die haben auch schon mal gut weggeschnitzelt hier. Biene! Hinter dir, Hund! Boah, ich renne! Boah! Muss mal eben in Achtung von denen, Kotzer! Boah! Ich weiß, bevor es Nacht wird, wenn die alle rennen, dann sind wir hier aber hart am Arsch. Meinst du? Nein! Oh nein, Thomas ist voll zerfetzt! Ah nee, das war der Zombie daneben. Haha! Aber mir geht's gut. Ja? Ich stehe gleich wieder auf, keine Sorge. Boah, die ganze oh, Hund! Ach, da bin ich wieder. Oh, scheiße, Hund! Lass mich rein! Oh, Hund ist mit drin! Oh, tot! Oh. Bin ich jetzt der Einzige, der wieder in die Stadt geschafft hat? Ja, komm, wir rennen mal zum David durch in die Stadt, Thomas. Ja, ich bin. Eine Sekunde. Komme.
Also ich muss ja echt sagen, oh scheiße, ich muss ein First Aid Kit nehmen. Boah, hoffentlich bin ich im Kotzestrahl nochmal so eben ausgewichen, ey. So, mit der Sniper kann man übrigens auch super aus der Hüfte schießen. Also die trifft auch so immer geradeaus. Aber ich nehme lieber meine Mili Magnum. So, du scheiß Krabbler hier, ne? Die geht mir sowieso im Sack. Der Hund ist endlich weg. Aber wir werden von der Wespe verfolgt. Ah, nein! Wespe ist schon wieder gestorben? Ted hochgetötet mich einfach. Ja, wo ist denn das größte Hochhaus? Ich habe gerade keine Ahnung, wo du bist. Oh, weiß ich nicht, aber das hier sieht ja. Aber hier ist ein so ein riesiges. Wir wollen nämlich auch ein Haus zum Kollabieren bringen, richtig schön. Ich habe extra TNT eingepackt, ja! Wow! Hey! Hey! Könnt ihr euch dann gleich auch nochmal geben, dann sprengen wir das mal schön, ne? So sieht's nämlich aus. Da ist noch eine Biene. Das ist heavy mit den Zombies. Fuck, wo seid ihr? Ich hab mich verloren. Oh, so, die eine Biene ist schon mal tot. Guck mal, er hat gar nichts von meiner Magnum-Aktion mitbekommen hier. Er schleicht weiter dem David hinterher, den er irgendwann mal gesehen hat. Das ist auf der Rückseite vom. Also, vorm Parkhaus. Hinter diesem großen Gebäude. Bist du hier irgendwo? Oder was? Ja, Thomas und ich sind jetzt aber, wo bist du denn? Ach, noch ein weiter, okay. Warte mal, ein Zombie, ne? So, noch getroffen. Also hier scheint aber auch viel los zu sein, weil bei mir ruckelt es gerade sogar leicht. Bei mir auch. Also hier scheint irgendwo, hier ist bestimmt eine Horde, oder? Kann das sein? Nee, aber guck mal, hier ist ein Loch in der Wand. Können wir da rein? Aber ja, können wir. Ist das nicht ein bisschen sehr massiv? Warte mal hier, also... Ja, machen wir doch einfach mal ein paar Testsprengungen. So... Nee, hier kannst du mit der Waffe schon die Wände kaputt machen. Lol, weißt du, ich lege ein TNT vor die Tür, ne? Es wird der Boden und das Fundament rausgerissen, aber die Tür steht wie eine Eins. Ja, sowas... Ich leg da nochmal eins vor, David, schieß nochmal da drauf. Geh weg. Hinter dir da, ja, mach mal. Boah, ist die Tür jetzt offen? Ja, sie ist offen. Dann müssen wir jetzt nur noch hier alles verminen, ne? Alle Zwischenwände eigentlich, ne? Aber ist das nicht ein bisschen groß von der Base her, das Haus, um das zu sprengen? Das ist doch perfekt dafür. Geht alles. Ja? Hallo? Big, big, wir haben unendlich Ressourcen. Ja, okay. Wir können den ganzen Block niederreißen. Oh, ich muss mir mal eben schnell was zu essen geben hier. Tee. Die rennen jetzt bald. Ja, ich... Ja, gut, dauert noch. Ja, so, schnell was essen. Wir müssen aufpassen, dass wir jetzt hier auch nichts zu viel hier drin rumballern. Thomas? Ja? Wenn wir hier drin das TNT alles voll machen, dann solltest du vielleicht nicht gerade mit Sprengstoff hier rumballern. Ja, dann müsst ihr aufpassen. Ja, du musst aufpassen, ja. Wenn die Rakete hinhält. Aber das Ruckeln macht mich ein bisschen nervös, ey. Ja, so hat sich das dann erledigt mit dem Thomas. Ist schon wieder tot. Wieder. Wie kommen wir denn hier raus, David? Ach, hier kommt man noch lang. Okay, alles klar. Pass doch auf, David. Du kannst das doch nicht fallen lassen, Mann. Scheiße, ich hab die Tür zugemacht. Wie kommen wir hier raus? Mit der Kettensäge. Ich könnte auch mit der Schröte aufschießen, optional. So, hier muss überall noch... Hier sind doch tragende Pfeiler. Eigentlich müssen wir doch bestimmt nur die Pfeiler sprengen, oder? So, machen wir erst noch ein paar hin. Können wir alles später schön von außen mit der Sniper dann wegschießen oder so. Ja. Oh, vom Dach aus. Oh, das ist ein Dicker. Oh. Oh, ich muss mal eben kurz hier ein bisschen weg. Wo ist die Treppe nach oben? Das wäre viel interessanter. Oh, scheiße, ich bin in ein Loch gefallen, hier sind Zombies. Das muss ja da irgendwo nach oben gehen. Boah, hier sind es gerade ziemlich viel. Ich kalte die mal so ein bisschen. So. Vermin du mal, ich mach mal ein bisschen Aufmerksamkeit hier, ne? Eigentlich wäre es geil, die alle da reinzulocken, von oben einfach runterzuspringen, schnell wieder hier hinzurennen und es dann zu sprengen. Boah, schieß doch, du scheiß Colt. Bäm, voll ins Gebäude. Jetzt ist es aber auch echt hart am Lecken, bei mir gerade am Ruckeln. Boah, ich auch? Ja. Ja, die ganze Zeit schon. Aber das ist bei mir und der Leitung normal. Ja, ist schon krass. Ich glaube, hier sind gerade schon ziemlich viele Zombies. Kann das sein? Ich versuche, die zu dezimieren gerade, also. So. Oh, wo ist hier der Kotzer?
Da ist der Kotzer. So, den Kotzer werden wir los. Wie weit bist du mit dem Vermieden, David? Ja, sieht schon ganz gut aus. Aber eigentlich brauchst du ja nur die unterste Etage vermieden, ne? Reicht doch. Schon. Thomas, wo bist du? Wir können auch von außen vermieden. Ich bin außen an der... Ich kämpfe um mein Leben. Renn doch einfach hier hin. Hier sind überall Löcher, wo man reinfahren kann. Ja, das ist nicht so gut, mit so Sprengmaterialien zu arbeiten die ganze Zeit. Ah, okay. Da bist du ja wieder. Hi. David, wie sieht's aus? Ja, geht voran. Muss man nur noch mehr TNT. Ich will die scheiß Wespe da oben treffen. Gibt's doch nicht. Und? Und? Bei dir? Oh. Oh, ich muss mich verbinden gleich. Tötest du immer? Ist er tot? Wer mit dem Low FPS? Ja, ne? Oh, oh, Zombie, ich geh mal kurz hier rein. Pass auf, hier drin, Thomas, hier liegt überall TNT, ne? Also. Ich hab's gesehen. Oh, wieder voll. So, pass auf, der ist direkt an die dran. Ah, hier ist eine Treppe nach oben. Hast du unten alles vermint? Bin noch dabei. Okay. Ich wollte damit nur sagen, dass ich die Treppe nach oben. Oh, ich muss die Pflanzen retten. Hier fehlt schon die ganze Hauswand. Ich meine, das soll ja jetzt hier nicht so ein Busch austragen, was wir hier für Probleme haben, ne? Also, könntest du ja nicht auf dem Rücken. Gewachsen, auf hinter dir, Thomas? Oh nein! Schieß doch! Oh. Boah, irgendwie kann das sein, dass das so lange dauert nach dem Nachladen, bis man wieder schießen kann, irgendwie jetzt? Oder ob es an den Low FPS liegt, krass eigentlich. Trotz 980 GTX, ey. Wir müssen noch ein bisschen Engine optimieren, was? Oh, 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 oh. Ich war das nicht. Oh, fuck. Hau ab, David. Das Haus bricht zusammen. Thomas, hinter dir. Oh, Alter. Aber es steht noch. Aber nicht mehr lange. Ich schieße jetzt hier noch drauf. Das verzögert sich nur weg hier. Bam, okay. Was steht denn jetzt da drin noch? Schieß doch mal da rein, David. Mit dem Rocco. Ja, sobald ich hier wieder Bild habe. Oh, wie lange der auch dauert, den Rocco zu wechseln auf einmal, ne? Oh. Also bei mir wird jetzt gerade Dia-Show. Bei mir auch. Ich glaube, es explodiert gerade alles. Coole Standbild-Action. Okay, jetzt geht's. Läuft's wieder, ne? Bei euch auch? Ja. Okay. Oh nein, es explodiert immer noch. Und, oh, ich bin in der Nähe. Hier sind immer so viele Zombies jetzt gerade, das ist voll nervig. Ja, und vor allem müssen sie jetzt rennen können. Ja, tun sie auch. Ich werde mal rüber flüchten zum, zum Parkhaus. Ja, ich auch. Ich folge dir, David. Lass hier hoch. Ein Kotzer. Komm hier durch, da können wir durch. Lass in das Haus hier rein. In das große, wo wir letztens schon mal gestorben sind. Ja, deswegen will ich da ja nicht mehr rein. Boah, ey, wie lange das Nachladen dauert gerade, das ist aber auch echt übel. Hä, nee, das ist gar nicht das Haus, wo wir schon mal drin waren. Ich bin jetzt gerade im Parkhaus. Mit den Low FPS, ich treff nix, ey. Komm mal Richtung Norden, alle. Am besten ohne Aufmerksamkeit zu ziehen. Ja, witzig. Wir müssen das Haus doch noch sprengen, komplett. Ja, können wir doch von hier aus. Oh, scheiße. Oh, los, lass mich doch schießen, du Opfer, ey! Ach, Mann! So eine Scheiße! Muss ich mir die ganzen Waffen neu geben? Oh, nein! Oh, krass. Aber wir können zusammen loslaufen. Ja? Ja. Bin auch hier hinten am Bunker. Ich brauche nochmal Bedroll. Oh, jetzt brauche ich aber eben noch die ganzen Sachen hier schnell. So, Waffen. Die Schotti brauche ich. Ich brauche die SMG, ich brauche die Magnum. Und ich brauche den Raketenwerfer. So, aber ich flieg da jetzt hin, Thomas, zum David. So sieht's nämlich aus. Ja, wenn wir im Kreativmodus sind, ne? Dann müssen wir die auch einmal ausnutzen. Also so ist ja nicht. Guck mal, mit Schiff kannst du schneller fliegen. Ja, ja. Wo sind die jetzt alle? Ich will jetzt natürlich das Gebäude noch komplett sprengen, aber guck mal, wie viel da schon eingebrochen ist von. Ist schon ganz nice. Ach ja, die rennen ja schon, ne? So, okay. Dann werde ich mir jetzt mal eben noch ein bisschen TNT geben und das da verminen, ja? Ich werde von hier oben snipern. Ah, ich glaube, da ist sogar noch genug. Warte mal.
Bist du irgendwo am Häuserdach oder was? Ja. Kannst du mich sehen? Nee. Ich ist gerade ein bisschen dunkel hier. Ich sehe euch beide, aber die Karte nicht. Ich sehe nur euch beide. Er ist doch perfekt. Da ist ein Hund. Geht so. So, jetzt machen wir hier mal den richtigen Job hier. Ich hab irgendeinen Bug mit der Sniper Rifle. Was denn, dass sie mit immer quer hält? Ja. Da musst du reloggen einmal. Na gut. Ah, warte. Ja. Ach so. Ja, du kannst auch mit der Magnum gleich drauf schießen. Ich bin sofort fertig so. Ma, da in der Mitte soll da noch einer. So, hier noch ein paar hin. Okay. Warte, ich will erst noch zu dir rüberkommen. Bist du da oben auf dem hohen, ganz hohen Haus? Ja, oder was? Ja, ja. Da fehlt ja schon voll viel von dem Haus. Okay, warte mal. Aber du brauchst natürlich irgendwo was hier, wo du dran schießen kannst, damit es überhaupt anfängt, ne? Du kriegst Hundebesuch. Ja, ich fliege jetzt gerade hier und setz das. Jetzt wollen wir auch den Einsturz hier sehen, oder? Ja, schon. So. Ich komme nochmal zum Thomas rüber. Okay, dann entzünde es. Und. Okay. Klick. Moment. Und. Und. Oh. Jetzt müsste eigentlich gleich schon viel zusammenbrechen, eigentlich. Oh, ist nicht weitergegangen, die Kettenreaktion? Ich hab Raketenwerfer. Dann schießt damit da rein. Ah, guck mal, es geht weiter. Jawohl. Bam. Guck mal, es fällt gar nicht. Wieso fällt es denn nicht? Das ist doch unglaublich. Wie kann es sein, dass sich die Karte jetzt wieder abbaut? Ich hab auch. Kann ich ja auch nicht sagen. Krass. Komm, dann müssen wir den Rest halt von Hand mit dem Raketenwerfer machen. Ich bin dabei. Aber ich glaube, der Raketenwerfer bringt gar nicht so viel an den normalen Häusern, kann das sein? Ah, doch, schon ziemlich. Guck mal, ja, doch. Die ganze Seite ist jetzt weg. Guck mal, kommen sie alle angerannt. Warte. Oh, jetzt! Ich glaube, jetzt ist es soweit, oder? Ah, ne. Da sind noch viele TNTs auf einmal explodiert. Jetzt müsste doch mal hier. Gibt's doch nicht! Oder? Stabiles Haus. Weißt du, da bricht bei uns die Decke ein letztens beim Bauen, ist klar, ne? Dann von den gleichen Typen, die Tür gebaut haben. Guck mal, vielleicht können die user-generierten Häuser auch gar nicht stürzen oder so. Doch. Ah, guck mal, deine Mitte ist ein so ein Stützpfeiler nur noch. Oh, der kann mich ankotzen, obwohl ich fliege, das ist nicht gut. Deine Mitte ist noch ein Stützpfeiler, da müssen wir jetzt mal noch ein bisschen draufhalten, eigentlich. Vor allem, wo drauf das Haus noch steht, so total lächerlich. Ist klar. Wie viele Zombies ja da jetzt auch in deine Richtung rennen gerade. Ja, ja. Aber hier ist noch so ein Pfeiler genau in der Mitte. Aber eigentlich dürfte das die letzte Connection sein, dieser Pfeiler. Hält da noch jemand von euch drauf? Ja. Oh lol, der ist schon in der Mitte hohl, jetzt der Pfeiler sogar. So. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Also eigentlich müsste das die letzte Connection zum Boden sein. Und es fällt nicht. Ah. Krass. Was ein Reinfall, ey. Tja, was? Leute, das ist bestimmt schon gefallen. Ja, aber das nur so halb. Nicht dargestellt. Das meinst du? Kann natürlich auch sein. Aber gut, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao. Ciao.